gute Idee. Bin ich mal gehofft, dann hoffe ich mal, ob das wirklich eine gute Idee. Ja, das ist eine gute Idee. Dann zeig. Ja, das sage ich auch gerne. So. 12? Manchmal rennt die Zeit. Rennt die Zeit einem weg. Egal. So. Ich schaff doch eher zum 1-2 ein. Spielstart. Da sind wir gespannt. Freie muss Spiel. Muss er den Mook in die Schule? Ich schon. Aber. So. Weil die Ferien ja letzte Woche aufgehört haben, also ja. Die Schule angefangen hat, diese Woche. Tja, na dann. Habe ich immer schwer. Ich kann grundsätzlich schwer einschlafen. Ich schlafe immer so zwischen 12 und 2 erst ein. Das kenne ich. Da kenne ich noch ein. Thorsten? Das ist auch der Grund, warum ich in der Schule morgens relativ unentspannt war. Aber bei mir ist es was anderes. Wenn ich nicht lange schlafe, ist auch nicht. Sagt mein Körper auch nicht, du bist jetzt ein Walking Dead Nebendarsteller. Sondern ich bin einfach Was ein geiler Kommentar, Wie geil. Was ein geiler Kommentar. Das stimmt doch. Wenn man wirklich so müde ist, ist man wie ein Walking Dead Dem Darsteller. So. 9 Uhr. Ach, scheißegal. Bei mir ist einfach so, ich bin einfach. Ich muss morgens einfach nur einmal duschen, dann bin ich wach. So. Stopp. Einstellungen. Weil wir haben ja schöne Lala. Das heißt, die Musiklautstärke können wir rausnehmen und ab. Ab durch die Mitte. Also ganz ehrlich, frühst duschen. Nee, da wird ja mal wach werden. Ursache unbekannt. Löschen Sie alle Brände, danke. Kümmern Sie sich um alle weiteren Schäden. Ist in Arbeit. Das geht überhaupt nicht. Arbeit. Dann machen wir noch ein bisschen Emergency 17 heute. Einfach, weil es möglich ist und weil es Spaß macht. Ja. Ich meine, wir können ja gleich noch, das machen wir aber off-air, ein bisschen, obwohl, naja, das machen wir morgen. Das machen wir morgen. Morgen ist nochmal ein Livestream oder wie? Nee, morgen wird es kein Livestream geben, weil ich den Server patchen muss. DLF also hier mein. Ohne Besatzung. Was? DLF ohne Besatzung reicht völlig für so einen kleinen Brand. Du, es geht da nicht um die Kohle mehr. Nee, ich meine nicht so, du hast nur eine bestimmte Anzahl an Besatzung jetzt noch. Ja, ich weiß. Weißt du, ja, ich bin es halt dran gewohnt. Aha, jetzt kommt ein kleiner Kritiker. Wenn ich was gefunden habe, dann kann ich mir auch einen Zahn ausweisen. Schon klar. Aber das lasse ich meistens komplett über die Tanklöschfahrzeuge laufen. Ja, also. Wegen den Spritzen, wegen den großen, tollen Spritzen. Weniger was Zweideutiges sagen. Ja, was? Weniger was Zweideutiges sagen. Spritzen. Ja, nicht die Spritzen, die du schon wieder denkst. So. Ich kenne das als Wasserwerfer oder. Was hieß das jetzt nochmal sonst? Nee, ich kenne das nur als Wasserwerfer. Ja, es sind ja auch Wasserwerfer, aber ich finde die einfach toll. Und ich setze sie auch sehr, sehr gerne ein. Also, soweit ich bei Emergency 16 schon eine TLF hatte, scheiß auf Rüstwagen, TLF ist besser. Ist in Arbeit. Wer sehr Emergency gespielt hat, der weiß ganz genau, was nicht. Und was schön ist. Was? Die Polizei, die Terroristen. Es konnten einige Wohnungen ausfindig gemacht werden. Kein Problem. Auch den. Je mehr Zeugen Sie befragen,
SEK-Helikopter. Er druckelt gerade ganz schön, ey. Ich würde jetzt mal sagen, das Heft hast du eigentlich da stehen lassen. Da muss ich direkt wieder zurückschicken, dass du den Trant hier einfach so überall hinschicken kannst. Was gibt's? Ja, doch, eigentlich. Ja, nur wieder. Hm? Ja, das kann ich mir nicht so gefallen. So. Personenfandung. Ja, wird erledigt. Ja. Aber der druckelt hier. Jawohl. Ja, auch im Stream. Ja. Etwas. Was ich ehrlich sein muss, ist, ich muss gerade mit meinem Rechner. Das darf nicht. Es hat uns von einem Boot einen Notruf ereilt. Retten Sie alle verletzten Personen und dann ist vielleicht auch ein Spiel im Hintergrund auf. Es darf nicht ruckeln. Ist wirklich nicht. Ja, ist noch zum Beispiel Age of Empires im Hintergrund auf oder sowas? Nein. Hat sich das festgefressen? Wir haben erste Hinweise, wo sich die mutmaßlichen Terroristen verstecken könnten, erhalten. Fall, was ist jetzt eigentlich so an so Neuheiten jetzt bei 2017 jetzt rausgekommen? Jetzt hier die Personenfandung, dann irgendwie Haus Untersuchung oder sowas, man mit SEK in ein Haus stürmen kann, oder? Ja, aber das konntest du mit 16 auch schon. Ich? Ja. Nee, ich hatte 16, also... Ich habe 16 die Kampagne, habe ich jetzt nicht richtig durchgespielt, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich glaube, ich war jetzt bei der. Wie war das denn jetzt? Ich weiß es nicht. Alles klar. Ich denke gerade selber nach. Das war. Erwarte Befehle. Ich glaube, ich bin gerade bei der Stelle, wo ich gerade nach München, glaube ich, komme. Jetzt sind 16. Das ist ja ein Satz gegen den. Nee, das ist nicht Terrorfahndung. Das ist das mit der Pest. Das ist die Pest. Genau. Ja, das sind schöne, sehr, sehr schöne Missionen. Ja, ich muss ehrlich, das gefällt mir auch. Einfach mal so. Ja, nicht irgendwie so ein Erdbeben oder Naturkatastrophen wie bei Emergency 4 sind. Nehmen wir einfach mal sowas. Pest oder sowas. Thorsten haben sie ja aus München rausgeschmissen. Hm? Ja. Bin dabei. Thorsten haben sich ja aus München rausgeschmissen. Zu Recht. Naja, so halb ist. Na, du hast Oktoberfest gesprengt. Ja, was? Das war bei Emergency 17 jetzt hier, hier das Oktoberfest gebombert wurde. Mhm. Ja, er hat Oktoberfest gesprengt. Hm, super. Bin dabei. Hat sie von die Party gesprengt oder wortwörtlich gesprengt? Die habe ich wortwörtlich gesprengt. Was gibt's? Oh, Seeunglück. Wie schön. Und in Köln haben sie sich rausgeschmissen? Haben sie sich ja auch rausgeschmissen, ne? Ich glaube, die letzte Stadt war Berlin, oder? Ja. Berlin durfte es bleiben. Wird erledigt. In Hamburg haben sie rausgeschmissen. Danach nicht mehr. Genau. Danach war es wieder gut. Mhm. Ja, ich finde, hier das mit der Pest ist eigentlich richtig schön gemacht, muss ich mal sagen. Am Anfang Die Story von der Pest, die Pestgeschichte ist definitiv eine der geilsten Geschichten. Ich habe eine Frage, wenn ich jetzt hier nach München fahre, was passiert da eigentlich? Kannst du mich ruhig spoilern? Definiere was. Also wenn ich jetzt in München ankomme, welche Mission kommt da? Weißt du das vielleicht noch? Ich muss dazu gestehen, ich habe das letzte Mal Emergency 2016 vor, glaub, 7 Monaten gespielt. Also ich kann das wirklich jetzt nicht mehr sagen. Okay, ich dachte, das ist es auch. Ist ja jetzt nicht wichtig. Danach hat er gesabbert auf hier 2017. Ich will 2017 spielen. Ich will doch bei FIFA. FIFA, hier jedes beliebige Datum einfügen, was wo ihr jetzt FIFA spielt, gleich ist. Ne, also, weil Emergency 17, da hab ich wirklich drauf gegeiert. Ja, da hat doch ich wusste nicht, dass Emergency 2017 rauskam. Ich habe jetzt gerade wegen dem Spiel jetzt nichts verstanden. Ach so, ich habe ich habe mich riesig drauf gefreut, als Emergency 5 rauskam. Ja. Ich habe und dann so, ich war bei mir mal im Marktkauf, gehe mal so durch die Gänge, ich gehe jetzt mal bei der Spielabteilung vorbei. Emergency 2016, seit wann gibt's das denn? Das ist Emergency 2016 ist
Alles klar. Wann ist das rausgekommen? 2015, glaube ich, irgendwie vor zwei Jahren. Nee. Sofort. Vor zwei Jahren im Winter, glaube ich, irgendwie. Ja, also, Emergency ist ein Titel, der kommt in der Regel so im Oktober, November, um da halt das Weihnachtsgeschäft mit rauszuholen. Ja, so, ich gehe so in den Marktkauf. Mhm. Was? Seit wann gibt es denn den Emergency 2016? Soll ich mir eigentlich was anderes holen? Scheiß drauf, ich hole mir das. Mhm. Dann habe ich das auf meinem PC gespielt, ich konnte so fröhlich spielen. Wollte ich so nach München. Mhm. Ja, gut, Spiel hat zerstört. Ja, das ist. Mann! Jetzt gehe ich aber trotzdem da rein. Was geht's? Ja. Ach, Scheiße! Auf jeden Fall, ich dachte so. Ja, bin dabei. Funktioniert das nicht? Habe ich einfach. Ich glaube, mir hat sich immer die München-Karte aufgehängt. Mhm. Oder was die können. Keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall wollte ich da immer hin. Kein Problem. Habe ich die Schnauze. Hätte ich schon voll gehabt, dass ich einfach mal deinstalliert und installiert. Mhm. Dann hat's geklappt. Ja, aber das sind halt bekannte Bugs, die halt relativ spät leider, muss ich wirklich zugeben, 2017. Die sind halt erst sehr spät gefixt worden endlich. Wie bei den 2017 hier, diesen Bug in Berlin, glaube ich, war das. Ja. Was war da nochmal der Bug, dass du irgendwie da ein, zwei Verletzte nicht retten konntest, oder dass die angezeigt wurde, oder? Genau. Ja. Sofort. Ja, ich glaube, die sind tot. Sofort. Nee. Guck mal ran, ich glaube. Die sind noch am Leben. Die sind noch am Leben. Aber das ist jetzt halt der direkte Vergleich zwischen Emergency 16 und 4. Ich hab ja davon gesprochen. Ja, ich finde, Emergency 4 hat einfach diesen, hat einfach dieses Nostalgie-mäßige, weil es einfach. Ja,